Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ausländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei. Der Leiter des Landeskriminalamtes Cordus kritisierte, dass etwa 1000 Schaulustige den Gewalttätern Schutz geboten hätten. Da für heute Abend weitere Zwischenfälle befürchtet werden, sind inzwischen Beamte des Bundesgrenzschutzes zur Verstärkung der Landespolizei eingeflogen worden. Bereits vor Tagen hatte eine bisher unbekannte Interessengemeinschaft Lichtenhagen anonym mit Aktionen gedroht. Etwa 80 Asylbewerber kommen täglich an. Das Heim ist immer wieder überbelegt. Besonders rumänische Sinti und Roma kampierten tagelang im Freien im Wohngebiet. Darüber hatten sich Anwohner massiv beschwert, ohne Ergebnis. Gestern Abend dann Polizeieinsatz gegen Randalierer. Wir haben Hausversammlung gefordert, dass die Vertreter dieser Verantwortlichen mal herkommen. Kein Mensch hilft uns. Es ist schlimm, dass wir diesen Bürgern, die heute hier den Protest zeigen, Recht geben müssen. Es ist schlimm. Diese Meinung findet Zustimmung. Doch nach Einbruch der Dunkelheit eskalierte die Auseinandersetzung. Statt Bürgerprotest nun schwere Ausschreitungen. Einige hundert Jugendliche, unter ihnen Rechtsextremisten, schlugen die weitaus weniger Polizisten in die Flucht. Ihre Fahrzeuge wurden angezündet, 13 Polizisten erlitten Verletzungen, 8 Randalierer wurden festgenommen. Eine 4-stündige Straßenschlacht. Innensenator Magdans will eine Grundsatzänderung. Gehandelt werden muss hier vor allen Dingen auf der politischen Bühne und möglichst schnell im Bundestag in Bonn. Heute Abend gingen die Ausschreitungen weiter. Diesmal war allerdings ein weitaus stärkeres Polizeiaufgebot präsent. Bundesgrenzschutz aus Lübeck und Hamburg kam zu Hilfe. Die Gewalt vor dem Asylantenwohnheim hält an. Einen Tag nach dem Signal der SPD, UN-Einsätze der Bundeswehr mitzutragen, hat Bundesaußenminister Kinkel heute gegenüber der deutschen Presseagentur einen entsprechenden Gesetzentwurf vorgestellt. Danach soll sich die Bundeswehr künftig an Blauhelmeinsätzen und militärischen Einsätzen unter dem Dach der Vereinten Nationen und nach Zustimmung des Bundestages beteiligen können. An den Einsätzen sollen ausschließlich Freiwillige teilnehmen. Ferner sind abgestufte Zustimmungsverfahren durch den Bundestag vorgesehen, je nach Schwere des zu erwartenden Einsatzes. Mit dem Entwurf will sich morgen das FDP-Präsidium befassen. Die bosnische Hauptstadt Sarajevo wurde auch heute wieder heftig beschossen. Wegen der anhaltenden Kämpfe musste der Flughafen am Nachmittag vorübergehend geschlossen werden. Die Rauchsäule über Ilija ist wie ein Symbol. Seit 2 Tagen konzentrieren sich die Kämpfe auf den westlich gelegenen Vorort neben dem Flughafen. Hier versucht die bosnische Armee, eine Bresche zu schlagen in den Belagerungsring der Serben um Sarajevo. Bisher ohne Erfolg. Ein Durchbruch bei Ilija würde bedeuten, dass die Bosnier eine Landverbindung haben in die Freiheit, in Richtung Split. Die serbischen Angreifer, nach wie vor sicher an den Berghängen rund um Sarajevo postiert, versuchen die bosnische Offensive zurückzuschlagen, indem sie fast pausenlos die gesamte Innenstadt bombardieren. Auf den Amtssitz des Präsidenten fielen heute 33 Granaten. Hauptleidtragenden sind die Zivilisten. Allein seit heute Mittag 12 Uhr starben 16 Menschen, 87 wurden zum Teil schwer verletzt. Die Überlebenden sind verzweifelt. Ich bitte die ganze Welt, die Leute, die deutschen Leute, sollten uns helfen mit Waffen, sonst gar nichts. Denn jeder in Sarajevo weiß, die Offensive der bosnischen Armee hat nur wenig Aussicht auf Erfolg. Es ist der Kampf David gegen Goliath. Die Offensive der bosnischen Streitkräfte scheint derzeit zum Stillstand gekommen zu sein. Man hat die Stärke der Serben offenbar unterschätzt. Das heißt freilich nicht, dass man den Plan aufgegeben hat, nach Ilija durchzustoßen. Eine Transallmaschine der Bundeswehr hat erstmals im Auftrag der Vereinten Nationen verletzte und kranke Kinder aus dem umkämpften Sarajevo ausgeflogen. Sie trafen am Nachmittag, jeweils von einer Vertrauensperson begleitet, auf dem Frankfurter Flughafen ein. Die Kinder im Alter zwischen 6 und 16 Jahren sollen in verschiedenen Krankenhäusern medizinisch betreut werden. Die Hilfsaktion kam in enger Abstimmung mit dem UN-Flüchtlingskommissariat und dem Kinderhilfswerk UNICEF zustande.